Es ist Sonntag, meine lieben Freunde. Und was macht man an einem Sonntag? Richtig, gar nichts. Deswegen gammel ich hier schon den ganzen Tag in meinem Bett rum. Gestern waren Sandra, Carola und Tobi bei Jule und mir hier in Köln zu Besuch. Und wir haben uns den spontanen Entschluss gefasst, dass wir zu einem Horrorhaus fahren in Köln, also zu so einer verlassenen Villa ein bisschen außerhalb. Ich wollte das Ganze vloggen und hab's auch gevloggt, also ihr seht gleich die Aufnahmen. Die Sache ist nur, als wir an diesem Gruselhaus ankamen, waren alle Fenster zugemauert, die Türen waren abgesperrt, also man kam da nicht rein. Von daher ist der Vlog halt ziemlich kurz geworden und ich habe das gerade geschnitten und es ging nur 4, 4,5 Minuten oder so. Von daher wollte ich jetzt direkt sagen, hey, I'm sorry, aber es waren ein paar lustige Szenen dabei, deswegen wollte ich es trotzdem hochladen. Also viel Spaß bei dem Vlog. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Hallo. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Der Plan für heute ist, dass uns jetzt erstmal unser Fahrer James abholt. Hallo James. Das ist unser Fahrer James. Also eigentlich ist nur ein Kumpel von uns, der Tobi heißt, aber James hört sich irgendwie cooler an. James hat uns jetzt abgeholt. Wir fahren jetzt zum Haus Fühlingen. Das ist ein Gruselhaus in Köln. So sieht dieses Gruselhaus aus. Da wurden 4 Menschen ermordet. Ich habe auch gerade gelesen, dass alle 5 Besitzer, denen dieses Haus mal gehört hat, sich dort selbst drin umgebracht haben. Also ja, völlig entspannt da. Wir sind angekommen am Parkplatz. James hat uns erfolgreich abgesetzt. Wir haben vor dem hässlichsten Auto der Welt geparkt. Und wir gehen jetzt ab zum Gruselhaus. Hier liegt einfach so ein Teil von einem Auto im Wald. Also hier ist halt so der normale Weg. Da hinten sind noch so Fußballplätze. Und hier geht es dann in den Wald rein. Und da hinten ist gleich das Haus. Zwischen den Bäumen sieht man schon so ein bisschen das Haus. Okay, Leute, die ersten Hindernisse hier hindern uns daran, zum Haus zu gehen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind angekommen am Gruselhaus am Fühlinger See. Und so sieht es aus. Das ist schon witzig. Können wir Regeln festlegen? Was für eine Regel? Falls jemand stirbt, sofort die Polizei anrufen. Alter, scheiße, guck mal. Also, wir sind jetzt wirklich hier vom... James, wieso passt du nicht aufs Auto auf? Also so sieht das Haus hier von vorne aus. Man kann einmal hier rumlaufen. Hier vorne ist die Garage auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ja, genau. Hier vorne drin standen wohl irgendwie Autos von den Leuten, die hier drin gewohnt haben. Alter. Vor allem, was ist das hier für ein Gerät? Als ich hier das letzte Mal war, war halt irgendwie Herbst oder Frühjahr oder so und es schien zumindest noch ein bisschen die Sonne und jetzt gerade ist halt alles so, boah. So sieht das ganze Haus von vorne aus und hier zur Straße hin steht auch irgendwie so ein Schild. Gutshof am See, Verkauf. Ey, das Ding wird verkauft gerade. Da kann man ein cooles Foto machen. Hä, was willst du denn hier für ein cooles Foto machen? Nein, es sieht absolut scheiße aus. Letztes Mal, als wir hier waren, stand das halt alles offen. Echt? Ja, da war gar nichts. Guck mal, das ist hier alles irgendwie zugemacht worden. Kriegt man das wirklich nicht irgendwie... Das kriegst du wirklich nicht auf, Alter. Guck mal, die haben alle Fenster zugemacht. Da oben, hier auch. Das stand alles offen letztes Mal. Dann hatte ich halt noch den Masterplan, wie man da vielleicht reinkommen könnte. Ja, hat nicht geklappt. Ja, so sieht das da drinnen eigentlich aus. Sandra, suchst du Öffnungen für uns? Ja. It was at this moment Sandra knew. She fucked up. Die lacht wie so eine Hexe. Junge, Sandra, you look like shit. Hier sind auch alle Fenster zu. Da oben ist eins. Ja, da kommen wir, glaube ich, nicht so schnell hin. Die Garagen hier sind halt alle noch offen, aber was will man in der Garage? Stell dir mal vor, da kommt jetzt gleich einer irgendwie an und schreit dich an. Dann kamen wir irgendwie auf die dumme Idee, vor Sandra wegzulaufen und uns vor ihr zu verstecken. 2 Minuten später hat sie uns dann wiedergefunden. Das ist gerade echt ein bisschen traurig. Das letzte Mal, als ich hier war, ist halt, okay, es ist schon fast ein Jahr her, glaube ich, oder sogar noch länger. Da war das hier alles noch offen, aber jetzt, okay, man kann halt durchgucken. Selbst da oben ist zugemauert. Also das hier sind halt die Eingänge zu diesem Gruselhaus, die sind alle irgendwie alle offen gebrochen. Ja, nur da oben ist halt ein offenes Fenster. Was meinst du, wie kommt man da rein? Man muss 800 Fruchtzwerge essen, aber dann bin ich aber noch dicker, Alter. Das war es jetzt hier mit dem Horrorhaus. Wir wollten eigentlich reingehen, aber es hat halt nicht geklappt. Ich habe 100% Action gegeben für die Scheiße hier, ey. So, wir sind wieder zurück am Auto angekommen. Wo ist Sandra? Warum hieß sie denn da hinten? Wir sind alle hier vorne rausgekommen aus dem Weg. Und Sandra, wo warst du? Guckt euch mal meine Hose an. Oh, meine Schuhe! Ja, das war so circa der unnötigste Vlog, den ich je gemacht habe. War halt im Endeffekt echt ein bisschen traurig, dass da alles abgesperrt war, aber ist natürlich verständlich, wenn die das Ding verkaufen wollen und wir wollen dann natürlich auch nicht irgendwelche Gesetze brechen oder da irgendwas kaputt machen oder irgendwas, nur ich wollte da schon immer gerne mal reingehen
Und jetzt ist es anscheinend zu spät. Aber ich glaube, es gibt doch coolere Dinge, die man machen kann, als in so ein Gruselhaus zu gehen, wo Leute gestorben sind. Auf jeden Fall war es das jetzt hier mit dem Vlog. Ich klatsche mir selbst, weil ich es so toll fand. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr heute am Sonntag bisher alles gemacht habt oder ob ihr auch gerade im Bett liegt. Und sonst...